Bett gehabt. Oh. Warte, wie geht's euch? Die haben mich einfach rausgeschmissen. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie gestern auch einen Stadion-Vlog, meine Freunde. Und zwar bin ich heute beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro, meine Freunde. Das ist sehr, sehr nice. Ich habe auf jeden Fall Bock, es ist quasi Werder gegen Bayern, Süd gegen Nord. Leute, sehr, sehr nice, aber eigentlich geht es ja jetzt nicht darum, dass die Rivalitäten ausgespielt werden, sondern einfach nur um Spaß und den Abschied von Claudio Pizarro. Es ist sehr, sehr nice, jetzt nicht so, natürlich sind jetzt nicht die ganzen aktuellen Bayern-Spieler dabei, sondern einfach die Alten, denen er früher zusammen gespielt hat. Arjen Robben, Philipp Lahm, Hans-Jörg Butt und ganz, ganz viele. Und bei Werder Bremen natürlich Clemens Fritz, Tim Borowski und wirklich Tim Wiese. Ganz, ganz viele Leute. Es wird sehr, sehr nice. Deswegen lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Leute, schreibt mir gerne unten Kommentare, wo wollt ihr, dass ich als nächsten Stadion-Vlog mache. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock, Leute. Lasst, wie gesagt, Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, let's go. Wir gehen erstmal zum Weserstadion. Ja, ich habe gerade Zuschauer getroffen. Was möchte ich denn gerne YouTube sagen? Moin. Moin. Wollt ihr Werbung für euch machen? Habt ihr wie Instagram oder TikTok oder so? Nee. Also ich habe keinen Bock auf Werbung. Ja, okay, das ist schlecht. Ja gut, Jungs, dann viel Spaß euch noch, ne? Ja, viel Spaß im Stadion. Ciao. Ja, ciao, ciao. Ja, da hinten ist das Stadion schon. Wir haben noch Zuschauer getroffen. Jetzt aber ganz schnell hin, ey. Das Spiel fängt in 10 Minuten an. Ja, viel zu spät. So, Leute, ich bin jetzt gleich am Stadion. Ich muss sagen, ich freue mich echt auf das Spiel. Vor allem so, Pizarro ist echt ein super Fußballer, also ehrlich, also zu seiner aktiven Karriere. Digga, er hat einmal Champions League gewonnen und ist einfach echt super sympathisch. Also, ja, könnt ihr gerne unten eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr Pizarro? Schreibt es gerne ehrlich rein. Da drüben haben wir schon das Weserstadion, gleich sind wir da. Ich habe übrigens jetzt ein neues Gimbal und neues Mikrofon am Start, Freunde. Schreibt mal gerne rein, wie die Tonqualität ist. So, Leute, gleich richtig. Oh Mann, ey, ich habe echt Bock auf jeden Fall. Digga. Aber bessere Stimmung als gestern mal Deutschland auf jeden Fall. Aber die Stimmung ist, Digga, hört mal die Sprechchöre, ey, das war geisteskrank. Also mein Tipp ist übrigens, ich glaube, die Mannschaft, die er spielt, die gewinnt einfach. Ich weiß es nicht, auch gar nicht, egal. Leute, wir sind jetzt im Stadion drin, ne? Digga, sehr, sehr nice. Eigentlich können wir direkt hier den Platz nehmen, oder? Lol, Block 44. Digga, ihr Leute, ihr glaubt, ne, ich bin schon wieder falsch. Das ist wieder falsch, die Block hier. Ey, oh Mann, ey. Jedes Mal das Gleiche. Leute, hier haben wir jetzt unseren Platz. Sehr, sehr nice. Endlich geschafft. Die zweite Spielminute. Tor für die Gäste. Torschütze, die Nummer 14. Claudio Pizarro! Claudio Pizarro! Warte, jetzt raus wieder nach vorne. Das erste Tor ein bisschen nicht drauf gehabt, sorry, erstmal dafür. So Leute, es steht jetzt mittlerweile 1:1 und ich habe einfach kein Tor mitgefilmt. Sehr, sehr lustig. Ich habe nur eins verpasst. Junge, was ist noch nie passiert? Digga, einfach zwei Tore, ich habe keins drauf gehabt. Da gibt es mir die Plätze hier so krass. View auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Leute, guckt euch mal die Leute vor mir an. Das ist die Bundesliga. Sehr, sehr nice. Also wir haben hier richtig krasse Plätze. Wenn die dann gleich wechseln werden, die Mannschaft liegt. Kommt, Marin! Oh mein Gott, Digga, was für ein Trick, der da rausgeholt hat. Sehr, sehr nice. Ja, ist hier gekommen. Gut. Haben wir jetzt 10 Minuten gespielt. Und steht bereits 1:1. Da unten machen sich die ersten warm. Man merkt auch immer schon, dass sie nicht mehr so lange Fußball gespielt haben. Nelson Valdez. Jetzt Ecke. Da wird nochmal gewechselt.
Kader auf jeden Fall. Leute, ich muss sagen, nach 15 Minuten ist auf jeden Fall bessere Stimmung als gestern beim Deutschlandspiel auf jeden Fall. Gehst du den Weg? Ja, ja klar. Du auch, ich bin jetzt hier von oben, dass die Leute nicht stören. Ihr habt es ja gehört. Stein im Weg. Jetzt komm, mach ihn. Ah, schade. Bruh. Wie krass die hier filmen. Es fallen so viele Tore, Leute. Ich glaube, auf dieses Ding habe ich wieder nicht traut. Mega. Aber sehr nice, weil so 15 Minuten Spiel. Ein Tor einfach. 2-1 für Werder Bremen. Torschütze mit der Nummer 11, Niklas. Herz kommt. Oh. Oh mein Gott, der Digga. Sehr, sehr stark. Jetzt die Ecke. Mal gucken, was sie einbringt. Hallo? Ja. Schade. Oh mein Gott, Digga, und so eine Glanzparade. Junge, wie hat der den gehalten? Bei der Geisteskrankreaktion. Ja, der Fall ist hier reingegangen. War sehr schön. Oh. Also ab der nächsten gibt es da glaube ich gar nicht so viel. Tja, wie offen das alles ist, Leute. Da wird wieder gewechselt. Lol. Auf jeden Fall. 2-1 steht es nach 16 Minuten bereits. Digga. Leute, gebt euch. Das Spiel läuft noch. Und wir sind raus. Digga, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind einfach aus dem Stadion geflogen. Ihr müsst euch vorstellen, die haben mich einfach rausgeschmissen, weil ich das Gimbal habe. Ich kam da auch ganz normal mit rein, ohne Probleme so. Und er hatte ja gesehen, dass sich davor so ein Mann so beschwert hat. Und er meinte so, ja, ich soll doch mal aus dem Weg gehen. Und dann stand ich da weiter, so nochmal gefilmt, war jetzt auch nicht auf meinem Platz, habe ich einmal in den Gang gestellt, weil halt ich auf meinem Platz die Leute da genervt habe mit dem riesen Teil so, habe ich dann da auf den Gang gestellt so. Und einfach so, ich bin auch voll baff so, einfach so kamen so zwei Security-Männer so. Und meinen so zu mir so, ja, so mit dem Gimbal, was du da hast, so, und mit dem Gorilla-Pod darfst du hier nicht rein. Und jetzt sind wir einfach draußen, sag ich, wie raus? Guck, Leute, guck, wir sind aus dem Stadion raus. Das Spiel läuft einfach noch. Es ist, ihr habt es gesehen, 2-1, stand's. Und sag ich, wie? Ich hab das doch mit reingekriegt. Sagt er, nee, da muss ein Fehler gewesen sein. Das dürfen die nicht. Und jetzt haben die mich einfach rausgeschmissen. Und dann hab ich gesagt, ja, kann ich es ja wie abgeben oder so? Sagt er zu mir, nee, wir haften da heute nicht. Digga, was ist das denn? Dann habe ich gefragt, ja, warum darf ich das denn nicht benutzen? Was ist denn daran so schlimm? Ich kann das gleich mal zeigen. Meint, ja, das kann man als Wurfgeschoss nehmen. Digga, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Dieses Teil hat 400 Euro gekostet, mit dem ganzen Teil. Und die sagen einfach, ja, das kannst du als Wurfgeschoss nehmen. Das ist doch nicht deren Ernst. Ich kann das immer noch nicht fassen. Ich wollte so einen geilen Vlog und so machen. Und ich habe mich rausgeschmissen, mitten im Spiel. Und ich habe dann noch so gefragt, ja, kann ich nicht, was soll ich denn sonst noch machen? So, meinte, ja, das kannst du sonst nurfalls auch draußen abgeben. So. Und ja, wie komme ich denn wieder rein? Ja, das ist nicht unser Problem. Einfach aus dem Stadion geworfen. So Leute, das ist das Teil, was ich mit reingenommen habe. Ohne Probleme. Da ist jetzt noch ein Tor gefallen. Ey, ich sage euch ganz ehrlich, Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach perplex. So, er wollte auch gar nicht mehr diskutieren. Ich so, hä? Ich mache einen YouTube-Vlog. Versuche das so zu erklären. Mach Video, zeig den Stadion-Vlog von gestern. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Kein Stück. Er meinte, das ist mir egal.
so raus. Also so habe ich mir dieses Abschiedsspiel von Claudio Pizarro auch anders vorgestellt. So Leute, auf jeden Fall, da hinten ist das Stadion. Und also es haben einige Stadien verlassen oder kamen gar nicht erst rein, weil die Ostkurve soll so dermaßen überfüllt sein. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, keine Ahnung. Ich dachte, das ist ein bestimmtes Kontingent an Leute, die da rein können. Aber ja, das ist ein Abschied, was ich einfach noch sagen könnte, ist, dass es natürlich echt ultra schade ist. Ich habe mich echt gefreut. Ich bin extra letzte Nacht noch nach Hause gefahren aus Leipzig, um den Stadionvlog fertig zu machen. Und vielleicht haben wir das. Das ist, glaube ich, gerade ein Tor gefallen. Aber ja, Leute, was sollen wir machen? Ich würde sagen, kann sich ändern. So, ich finde es halt schade. So, mal ganz ehrlich, Leute, schreibt es unten in die Kommentare. Findet ihr, dass das hier aussieht, als wäre das ein Wurfgeschoss, als ob ich damit werfen würde? Sowas Lächerliches, ne? Ich habe vorher bei Bremen angerufen und zu fragen, ob ich sowas mit reinnehmen kann. So. Und dann meinen die, ja, ist kein Problem. Aber ich würde sagen, was soll's. Ich hoffe, dieser kurze Stadionvlog hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Und ja, wir sehen uns heute beim nächsten Stadionvlog. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Spiel soll ich nächstes besuchen. Und ich würde sagen, das war's. Danke für Leute. Ciao, Kurs und Tschüss.